Was geht ab, meine lieben Freunde? Hier ist euer M3D bei der Hero Report. Und wir haben uns mal wieder in der letzten Ecke verlaufen. Wer hätte es gedacht? Ne? Das ist mal wieder typisch hier einfach. Wir wollten eigentlich mal nur rausgehen. Weil unsere Monster-Feuer-Spawner-Dingsbums-Farm ist irgendwie schon so gut wie fertig. Und eigentlich ist unser Weg jetzt nur noch nach draußen. Und einen direkten Weg halt nach draußen finden, dass wir schön easy zur Farm zurückkommen könnten. Das ist immer so das schöne Glücksspiel, was man dann hier hat, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo überhaupt unsere Farm ist, wisst ihr das? Scheiße. Ich hab grad... Ah, hier, oder? Warte, warte, doch hier. Hier, hier, hier. Hier war der Weg gewesen. Heißt, von der Logik her müsste man jetzt eigentlich nur hier geradeaus weiter. Kann man... Excavate Shape 1x2, das ist die Höhe, ne? Oh, geil. Geil, damit kann man ja richtig schnell arbeiten. Bringt uns aber nichts, verdammt. Nee. Oh, aber ihr könnt doch mal voll geil Strip Mining machen, ne? Wie geil wäre das mit dieser Methode? Da hast du innerhalb von 10 Minuten 1000 Diamanten zusammen. Geil. Ja. Tja. Scheiße. Wir haben von der Logik her, also wir müssen mal überlegen, wir sind da hinten reingegangen, außen rumgelaufen, bis wir zur Farm gekommen sind, okay? Jetzt müsste man doch eigentlich nur ein paar Treppen nach oben gehen. Vielleicht hätten wir das mal versuchen sollen. Wir dürfen halt auch nicht zu weit nach hinten gehen, weil wir sonst ein richtig fettes Problem haben. Warte mal, wie macht man das jetzt am besten? Probieren wir es mal so. Treppen nach oben bauen. Ist dein Ernst? Man hat einfach in die falsche Richtung gebaut. Scheiße. Ich mache alles nur schlimmer, ne? Das müssen wir jetzt ausleuchten und wieder zumachen. Das darf nicht sein. Oh, aber guck mal hier, was wir hier noch entdeckt haben. Interessant. Ist da noch eine Spinne? Nee, ne? Kein Spawner, nix. Okay. Wenigstens das wären gute Nachrichten. Wir müssen noch ein paar Fackeln machen. Ach du Heilige, meine Güte. Läuft ja alles schief, was schief gehen kann irgendwie. So, so. Ja. Ja, keine Ahnung, wo wir sind, ehrlich gesagt. Aber das muss zugemacht werden. Das darf nicht offen sein. Warte. So muss es zugemacht werden. Genau, das muss so sein. Jawohl, okay. Muss man ja auch erstmal durchblicken, ne? Ja, 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 okay. Okay, so muss das aussehen. Jetzt einfach wieder runter und den Weg idealerweise mal richtig machen. So, wieso hat er das jetzt in die Richtung gemacht? Das verstehe ich halt einfach nicht, ehrlich gesagt. Ach, aber scheißegal. Machen wir es halt händisch. So, genau. Normalerweise müsste halt hier irgendwann unser Wasserfahrstuhlausgang kommen, ne? Wobei wir auf Höhe 13 waren. Und dann hochgegangen sind, ne? Oder war das Höhe 11? Oh, scheiße, Mann. Wir versuchen es jetzt einfach mal nach unten. So, warte. Es wird eh alles falsch sein, das weiß ich jetzt schon. Also wenn jetzt jemand die Problematik nicht versteht, die wir hier gerade haben, dann ist es einfach den Ausgang finden, beziehungsweise den Weg zu unserem Fahrstuhl. Damit wir dann einen schönen Gang hinmachen können. Und easy zu unserer Farm kommen könnten. Welche? Ach ja, guck mal einer an. Schön. So, ganz vorsichtig sein natürlich. Scheiße, wir kommen hier nicht mehr weiter runter, ne? Ja, 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 ja. Der Weg an sich wäre gut. Der wäre gut, 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 gut. Aber die Lava macht uns halt das Leben gerade ein bisschen zur Hölle. Warte, dann gehen wir mal einfach hier so rüber.
Ohne uns zu verbrennen, idealerweise. Gehen da jetzt runter. Genau. Und dann bauen wir den Weg einfach von unten entlang. Ha. So. Ja, es klappt doch. War zwar ein bisschen katastrophal der Weg und alles Mögliche. Zugegebenermaßen, das werden wir aber noch alles schön machen. Hauptsache, wir kommen direkt zu unserer Farm. Das ist das Allerwichtigste. Ach genau, da brauchen wir gar kein Wasser oben. Die müssen ja Fallschaden kriegen. Ist gerade was eingefallen. So, jawoll, 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 jawoll. Sieht zwar auch scheiße aus, aber das wird noch, Freunde. Jetzt haben wir es endlich geschafft und können hier zurück. Ohne zu sterben, idealerweise. Warte. Monsterfarm. Ja. Ja, keine Ahnung, rechts. Ach, Junge. Dann machen wir das jetzt so. Easy. Sieht aus, als ob man da lang müsste, ne? Ach, egal. Wir wissen es ja, wir sind ja klug, ne? So einfach ist das. Zumachen. Und hier, genau. Ja, das müssen wir alles noch ein bisschen ordentlich machen. Aber es ist kein Beinbruch. Ist vollkommen in Ordnung. Man findet den Weg, das ist fein. Und dann ab nach oben. Yippie! Geil, 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 geil. Dann machen wir das jetzt so, dass wir diesen anderen Stein holen. Also ist ja kein Stein, das ist ja ein Block einfach nur. Und den setzen wir dann auch unten hin. Oh, Hilfe, lass mich raus, danke. So, wo haben wir den hingeschmissen? Und ich muss unbedingt mein Inventar leer machen, Mann. Ich weiß, das ist so ein Fluch und Segen bei mir. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich bin da ein bisschen Katastrophe. Ich weiß es. So, ja, das haben wir gemacht. Aber wo ist jetzt der Stein, den wir brauchen? Ach, es ist kein Stein. Es ist ja einfach nur ein Block. Block, 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 Block. Da ist er. Seelensand. Geil. Brauchen wir noch etwas. Irgendwas. Warte, wir gehen ganz kurz schlafen. Wir haben das gemacht, dass man hochkommt. Wir haben Schilder. Die werden dann nach unten fallen und dann können wir sie abfangen. Das ist kein Problem per se. Gibt es noch irgendwas, was wir dafür brauchen, was wir wieder vergessen haben? Nee, ne? Also eigentlich nicht. Wir probieren das jetzt einfach nochmal. Wir gehen jetzt nach unten. Schade, dass es langsamer ist, als runterzufallen, ne? Wenn man die gleiche Geschwindigkeit hätte, wie man nach oben fliegt, auch nach unten, das wäre geil, Mann. Aber ja. Kannst nichts machen. Hauptsache, wir kommen hier ordentlich raus und alles funktioniert. Das ist schon mal sehr, sehr befriedigend. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Einen voll gefährlichen Weg, um uns zu unserer Monsterfarm zu kommen. Ist auch unlogisch, aber naja. Erstmal die Monsterfarm fertig machen, den Rest kann man immer noch klären. Warte mal, das würde ich gern aufmachen, dass man das sofort sieht. Weil wenn man den Weg erstmal suchen muss, ich weiß nicht, ob das so geil ist irgendwie. Ja, das ist schon viel, viel besser. Es ist natürlich nicht perfekt, aber es ist viel, 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 viel besser. Jetzt müssen wir nur noch nach oben und gucken, dass wir wieder reinkommen. Theoretisch gesehen. Deswegen habe ich Zweierbreite gemacht, was sehr gut funktioniert hat. Scheiße. Aber warte, da würde ich ja... Warte. Das machen wir nicht. Wir outsmarten das System ganz... Oh mein Gott. Ich würde das gerne so machen. Sei mal zu, genau. Und jetzt würde ich hier gern Wasser hinmachen. Ich erkläre euch gleich genau warum. So, rein da. Oh, lass mich rein. Oh nein, ich mache alles wieder kaputt, oder? Ja, natürlich mache ich alles wieder kaputt. Hilft es trotzdem? Ja, cool. Ja, es hat funktioniert. Geil. Okay, okay, okay. Schön. Dann weiß ich jetzt auch, wo das Schild hin muss. Das Schild muss hier hin. Und ich zeige euch auch gleich genau, warum. Man fliegt jetzt hier hoch. Lupp.
und wird hier weitergetrieben. Und jetzt muss hier ein anderes Schild hin. Nee. Obala. Hier muss das Schild hin. Hä, was? Was ist mein Schild? Oh, was macht das da oben? Da habe ich dich gar nicht hingesetzt, du Assi. Warte. Hier, oder? Ja, genau. Die Höhe kann bleiben? Nee, muss sogar so, ne? Dass die hier nicht so viel Fläche haben. Also das heißt, die werden jetzt hier hingespült. So, spül. Yippie! Und dann werden sie hier runtergeschmissen. Tschüss. Easy, genau so. Ja. Das funktioniert doch absolut geil. Jetzt müssen wir nur gucken. Wir wollen sie ja nicht retten, wir wollen sie ja töten. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die richtig viel Fallschaden kriegen. Ich kenne aber nie den genauen Schaden, den die kriegen müssen. Also von der Logik her würde ich jetzt versuchen, hier nochmal eins nach unten zu gehen. So. Das natürlich zumachen. Macht das so Sinn? Oh, ich komme nirgendwo hoch, Mann, Hilfe. Läuft ja alles schief. So. Auf, gehen wir dahin jetzt. Ja, genau. Von hier kommen die runtergesprungen. Das heißt, wir kleiden das jetzt nochmal ordentlich aus. Also nur so ein bisschen natürlich. Weil wenn wir dann hier arbeiten wollen und es ein bisschen schöner machen wollen, dann müssen wir nicht nochmal hier vorbei an den ganzen Zombies und sowas. Das wäre, glaube ich, schon ein bisschen wichtig. Ja. Und hier machen wir nochmal einen anderen Trick 17. Und zwar schmuggeln wir uns hier vorbei. Dass wir das hier zumachen können. Aber ich würde es nochmal ein bisschen höher setzen. So, genau. Perfekt. Absolut perfekt. Das machen wir natürlich stabiler zu, weil was muss, das muss. Und dann würde ich jetzt sagen, rein von der Logik her, müsste man das sogar noch eins weiter runtersetzen. Aber so, dann hier mit Half Slab, dass man hier sich draufstellen kann. Und hier mit Half Slab. Ist jetzt aber nur eine Überlegung, also ob das stimmt, weiß ich noch nicht, ne? Was wir erstmal machen, ist gucken, ob unsere Farm überhaupt funktioniert. Nein, ich will nicht hoch. Oh, oh. Oh, das ist aber, glaube ich, noch zu wenig Schaden. Oder kriegen wir weniger als die Zombies? Keine Ahnung. Als die Skelette. Egal. Egal. Probiere ich gleich. Was habe ich jetzt gemacht? Das muss auch nochmal ein bisschen ausgekleidet werden. Wir müssen halt echt einfach mal probieren, wie viel Schaden die Tiere im Allgemeinen kriegen, also die Monster. So, nee, das war jetzt auch irgendwie wieder falsch. Was mache ich denn da? Das muss so sein. Und das muss so sein. Ja, das macht noch mehr Sinn. Okay. Dann wieder das hier hin. Dann muss ich mich hier vorbei mogeln. Ist auch fein. So, dann machen wir das jetzt hier wieder zu. Das machen wir gleich noch richtig zu. Das machen wir jetzt hier zu. Okay, passt das? Ich glaube sogar, das kann weg, oder? Nee, kann's nicht. Irgendwas wird, glaube ich, noch schief laufen, sage ich euch ganz ehrlich. Ich glaube, Hilfe. Ich weiß nicht, ob die da hochfliegen werden. Aber wir werden es versuchen, Freunde. Oh, ich muss da oben noch einen Half-Step-Pin machen. Scheiße. Das ist auch ganz wichtig, dass ihr hier oben, damit da oben nichts spawnt, einen Half-Step-Pin macht. Aber mache ich mir jetzt den Spawn, den Strudel kaputt? Wenn ich jetzt einen Block hinsetze. Oh mein Gott. Jetzt heißt es schnell sein, ne? Jetzt kann es sein, dass wir sterben werden, aber wir versuchen es einfach mal. Oh fuck, Alter. Oh fuck.
Ja. Ja. Ja, tötet euch gegenseitig. Let's go. Ah. Lass mich raus. Hä? Da spielt einer Musik. Da spielt einer Musik, was? Ah, sie sterben schon, sie sterben. Das ist zu früh, das ist zu viel des Guten. Okay. Jetzt müssen wir es beobachten, wann sie keinen Fallschaden mehr kriegen. Also ja klar, schon Fallschaden. Aber wann sie überleben. Aber Alter, was ist das für eine Musik? Bro! Hör auf, hier Musik zu spielen, Mann. Funktioniert die Farm jetzt oder nicht? Oh, lol. Der hat einen Rucksack an. Der hat einfach einen Rucksack. Und der macht Musik. Wer denn, was bist du? Und der hat überlebt. Die anderen überleben nicht. Oh mein Gott, wie krass, was bist du? Warum hast du so viele Leben? Oh Junge, was? Oh, jetzt bin ich aber mal gespannt, was der für Loot gibt, ne? Wow. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war, Freunde. Fragt mich bitte nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Die sterben alle. Ihr sollt nicht sterben, Mann. Ihr sollt überleben. Was macht ihr denn da? Lebt! Lebt deinen Traum, denn er wird wahr. Oh, die sterben ja wirklich alle. Jo, muss ich denn da jetzt gehen? Warte, wir versuchen das jetzt auch für diese harte Tour. Anscheinend war diese Blöcke ein bisschen zu hoch gesetzt, ne? Scheiße, Mann. Warte. Es klang, als ob der lebt. Hä? Wo sind die jetzt überhaupt? Hier ist die Kiste. Hä? Wo sind denn die jetzt? Oh! Oh mein Gott, hab ich gerade zu Tode erschreckt. War ein bisschen dumm zugegebenermaßen. Ah, das überleben die. Okay, okay, okay. Haha. Wir kommen der Sache näher, Freunde. Wir kommen der Sache näher. Wie viel Leben hat der noch? Ja, 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 warte, ich komme da nicht hoch. Moment. Jetzt haben wir es richtig abgepasst. Das ist die Höhe, die wir brauchen. Ja, 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 ja. Und wir haben doch noch, wenn ich richtig liege. So, jetzt können wir die nämlich einfach mit einem halben Herzen hier wegboxen. Bäm, Junge, woo. Und wenn mich nicht alles täuscht, ich überziehe ja gerade die Folge schon wieder, aber scheißegal. Das hat gerade einen wichtigen Sinn und Zweck für mich. Und zwar... Ey, das ist auch schon wieder einer, der Musik macht. Bro! Oh, aber der hat auch gut Leben verloren, ne? Boah, halt deine Schnauze, ist der laut. Oh, Stärke 1 Bogen. Schick. Schick, 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 schick. Es funktioniert alles so wie gewünscht, Freunde. Abgesehen vom Lärmlevel, aber es ist ein anderes Thema. Aber was ich testen wollte, war... Eisen. Hab ich irgendwo Eisen dabei? Eisen, Eisen, Eisen. Bitte lass mich Eisen haben. Ein Eisenbarren, das reicht nicht. Hier könnte man Eisen schmelzen, okay. Habe ich kein Roheisen hier, was? Erzähl mir doch nichts, wir haben doch so viel gesammelt, oder?
Oh, es sieht aber schlecht aus tatsächlich. Warte, irgendwo war doch ganz viel. Okay, ganz viel ist jetzt relativ, aber wir haben ja noch... Ah, warte. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Sonst sterben wir elendig in Lava. Das will ja auch keiner. Wie viel haben wir jetzt? 6. Das reicht. Das reicht. Ging ja schnell gerade, oder? Wir wollten gerade was farmen und zack, hat's geklappt. So. Wir haben auf jeden Fall Holz. Mein Güte, die Tasten, ne? Hier haben wir Holz. Hier nehmen wir nochmal die Stöcke mit rein. Zack. Zack. Eine schöne Werkbank gecraftet. Hier machen wir nochmal ein bisschen Platz. Wie gesagt, wir müssen halt noch die Räumlichkeit hier schön machen. Das können wir noch in aller Ruhe machen, ist gar kein Problem. Die Zeit haben wir auf jeden Fall. So. Genau. Und was wir noch brauchen, ist eigentlich... Komm, da klauen wir uns mal hier was zurecht. Ne, komm, wir haben genug Holz. Wir machen das selber. Scheiß drauf. So. Blub. So will ich das doch haben. Eins brauchen wir noch. Dankeschön. Hä? Mach mal nicht einen Trichter so? Hätte jetzt gedacht, man macht den Trichter. Ach so, wir brauchen. Oh, okay, ja, gut, ist nicht schlimm. Wir haben gleich genug Eisen. Jawohl, dankeschön. Zack, zack, zack und zack. Perfekt. Und jetzt brauchen wir natürlich nochmal eine Kiste. Da habe ich wieder ein bisschen gespart, gegeizt und alles Mögliche. Machen wir gleich mal 2 Stück. Diesmal wird nicht gegeiert. So, perfektico. Denn, was unser Plan natürlich ist, wir töten die jetzt erstmal. Boah, Alter, ist das geil, ne? Der absolute Banger ist das, Freunde. So. Ich weiß gerade gar nicht, ob das funktioniert, weil... Doch, das müsste eigentlich gehen, oder? Wenn wir jetzt hier eine Truhe dran setzen, wartet mal, irgendwie so. Einfach hier drunter gesetzt. Reagiert die gleich da drauf? Wir töten. Und testen. Ach, die geht ja nicht auf wegen dem hier, oder? Warte mal. So. Ja. Bin gerade noch ein bisschen verwirrt, aber es funktioniert gut. Guten Tag. Ja! Perfekt, Freunde. Perfekt. Das ist genau wie gewünscht. Wir haben jetzt richtig viele Knochen. Können Dutzende Pfeile sammeln und machen. Ach, ist der Wahnsinn. Geil. Unglaublich viel EP können wir farmen. Absolut sexy, meine Freunde. Absolut sexy. Und wir können es dann sogar noch erweitern, dass wir hier so einen Lagerplatz machen. Das machen wir auf jeden Fall alles noch. Das will ich alles haben. Hier wird jetzt unsere Basis erstmal aufgebaut. Also weitergebaut. Ah, hier, guck mal. Schutz 2. Schick. Kann ich eigentlich die Verzauberung rausholen? Naja, egal, meine Freunde. Es hat geil geklappt. Ich freue mich sehr. Und damit würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.